Man weiß immer erst zu schätzen, was man hatte, wenn man es verloren hat, dachten wir uns und hauten ab. Aber wie können wir ein Zeichen setzen für mehr Pflanzenfürsorge und ganz Deutschland aufrütteln? Mit einer ganz klaren Botschaft. Aber wir haben nicht einfach eine Kampagne für einen Baumarkt gemacht, sondern einen Film. Und nicht irgendeinen Film, sondern einen Roadmovie. Und den dann auch beworben, wie man eben einen Film bewirbt. Angefangen mit Teasern, Teasern und Teasern. Die eine oder andere Pflanze haben wir damit auch noch inspiriert abzuhauen. Viva la Revolution! Dann kam der große Moment, pünktlich zur Oscarverleihung im Fernsehen. Unsere Filmpremiere. Ab da wurden Bild.de, YouTube, Streamingportale und Social Media zu unseren Spielwiesen. Aber ein Roadmovie gehört nun mal ins Kino. In 260 Kinos. Und wurde kurzerhand der zweitmeistgesehene Kinofilm Deutschlands. Angekündigt über Filmplakate, rezensiert auf einschlägigen Kinoseiten und heiß diskutiert von den Rocket Beans. Die sind mittlerweile so gut, dass es fast schon langweilig wird, die Hornbach-Filme zu gucken. Wir waren plötzlich Filmstars. Berühmt durch Plakate, Internet, massiv im TV und sogar live bei DSDS. Und was machen wir mit dem ganzen Fame? Klar, selbst Content-Creator werden. Also nahmen wir unsere Community auf unsere Reise mit. Im Taxi, im Bus, in der Bahn. Hat das funktioniert? Ja, hat funktioniert. Tja, jetzt wissen wirklich alle, was zu tun ist. Komm zu Hornbach, bevor es dein Garten tut. Come on, die, yeah, yippee, yippee, yeah.